Ah, ihr wunderschönen Wasserleichen, ich bin der Bruger und ihr seht hier Corps Ocean. Erstmal, wie immer, vielen lieben Dank an meine Kanalunterstützerinnen und Kanalunterstützer, die heißen nämlich so. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Christoph Buhr am Orde, Cindy H., Commander Game, Deklene 95, Dinok XCX, Onkor 90, Erasion Korane, Green Tiger B., Hero Leipzig, Caruso, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragoner X, Mirko Müller, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Kadi, Panarek 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupu Fischpup, Raik Boretzky, Raelion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Segojan Fantan, Simi Ritzi, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Starfox 12345-4321, The Phoenix, Torf Erde, TV de Mr. Wayne, Woodsley, X-Rock und ZX94. Und jetzt auch mit Gesicht, ihr lieben Wasserleichen. Ja, Corps Ocean ist ein neues Horrorspiel von Kira LLC. Und die haben, oder sie oder er haben, unter anderem Scary, wie heißt das? Scary's Mansion of Spooky Scares, also war mir ein bisschen zu comic-mäßig, das, wo man die ganzen Räume durchlaufen muss, gemacht. Oder Lost in Vivo, was ich persönlich absolut genial fand, wie so ein sehr, sehr anderes Silent Hill mit sehr coolen Ideen. Deswegen bin ich super gespannt, Leute, auf Corps Ocean nochmal. Ja, und schön, dass ihr dabei seid und das mit mir zusammen erlebt. Am 9. August 1989 ist ein experimentelles U-Boot der Navy in der Sargasso-See verschwunden. 3 Wochen später wurde es gefunden von Tauchern aus Puerto Rico. Es trägt unidentifiziertes organisches Material und muss geborgen werden. Gut, dass die Texte so schnell sind, aber ja, gut. Was haben wir hier? Wir haben einmal Osten, Westen, also die Längen, Breitengrade und Depth, also die Tiefe. So eine kleine Rig hier oder was, so eine Tauchrig. Wir können scannen, wir können unseren Sauerstoff sehen. Wir haben hier Fotos, oh, von unseren Hunden. Was ist das? Ente? Keine Ahnung, es ist eine Frau, vielleicht unsere Frau oder unsere Tochter, kein Plan. Noch mehr Hunde. Und ever dream this man. Da gibt es überhaupt keinen Sinn. Of this man oder from this man, keine Ahnung. Ja, unsere Mission, locate organic material, also das organische Material finden, scannen, um es bergen zu können und drittens zurückkehren. Das Material ist bei 22 Süd, 5 West, 33... 33D, also Depth, die Tiefe. Okay, warum ist es mit einer 8 hier? Keine Ahnung. Habe ich nicht so aus mit Seefahrt oder Tauchen generell. Controls, WASD, Tauchen mit Q, E, Auftauchen. Ja, mit Klicken benutzen. So nah haben wir auch noch, sehr schön. Und die Missionsobjektiven sind geheim. Kehren Sie nur zurück, wenn die Aufgabe erfüllt ist. Und vermeiden Sie unnötige Kollisionen, um die Hülle nicht zu gefährden und den Druck aufrechtzuerhalten. Ja. Sag mal, wir fahren erstmal nach Süden. Masaren. Ah, das sind Fische. So, was ist das? Wo ist das organische Material? 22 Süd, 5 West. Aber da 5 West haben wir schon. Ja, ja. Nach Süden. Echt ziemlich einfach. Alter, das Geräusch. Oh nein, ich will gar nicht noch. Fische. Nein, warte mal. Ah, verdammt, ich muss weiter nach Süden. So, warte. Nach Osten. So haben wir. Okay. Wir tauchen mal ab, hä? 33, was? Ich bin schon echt gespannt, Leute. Oh, oh. Der Boden! Oh. Leers habe ich gar keine. Ja. Warte mal, mal gucken, mal kurz. 33. Kann ich jetzt Scanner? Was? Da ist aber nichts hier. Da ist nichts. Oh, doch da. Also ich darf nicht aufkommen, wenn es geht mit dem U-Boot. Ist schlecht.
Reicht das? Wow. Ich bin ein bisschen aufgekommen, es tut mir leid. Über ein kleines Schiffchen hier. Organisches Material, ja? Hallo? So eine A. Wir haben's. So, und jetzt return. Also auftauchen, ja. Was das schon? Nee. Das war ein bisschen zu einfach, finde ich, ja. Okay, oben ist Ende Gelände, ja. Das war nochmal so nah. Oh, da sind noch mehr, ja, ja. Ja. Obwohl ich das vor mir ja eigentlich schon gescannt habe. Wie tief sind wir denn? Oh, warte mal, das nächste. Ah, 1 von 6, alles klar. Ich glaube, ich brauche das gar nicht mit den Angaben. Ich gucke einfach, wo das so nah ausschlägt. Oh oh. Da noch eins? Nee. Dann muss ich wohl doch gucken, wo. 42 Nord. Oh Mann, da muss ich noch ein ganzes Stück fahren hier. So nah. Ist wohl falsch, also wir müssen wirklich die Eingabe befolgen. Auftauchen. So, Nord. 42. Also ich frag mich, was bisher hier so Horror ist, weil aktuell ist doch alles flockig. Und Sauerstoff ist auch gut. Mach das Licht aus. Oh, Vorsicht. So. 42 Nord. Alles cool. Ja. So, warte. Direkt unter uns. Da ist es. Au, verdammt. Ja. Wo ist das nächste? Ja. 56 Nord, 60 West. Aber schlecht. Ein ganzes Stück weg davon. 62 tief. Also es wird immer tiefer offensichtlich auch, hä? Kommen wir mal Richtung Westen. Gut, dass es ja nicht schwarz wird ohne Ende. Oh, ich habe ein bisschen Angst, ne? Hätte ja sonst was hier im dunklen Ozean auf uns warten. Eine Tiefe 62. Okay. Aber da, ne. Nördlich abbiegen. 60 westlich. Jetzt müssten wir langsam nicht was sehen. 62 tief. Ein Stückchen zurück. 56 B. 56 N, 60 W. Da ist es. Direkt vor uns. Ah. Oh shit. Sieht man irgendwo die Hüllenintegrität? Ah. Mach nicht kaputt. Sehr gut. Ich sag euch, der Shit wird immer schwerer, weil es immer tiefer geht. So. was? Aber. Wird alles ganz komisch hier. 29 Nord. Auch nach Süden. Und 56 W. Tiefe 0. Hä? Kann das sein? 29 Nord. Tiefe 0. Das kann doch nicht sein. Immer dunkler. Oh! Das? Das ist ein Taucher? Warte. Was?
11 Süden und 75 W. Alter. Es wird immer komischer. Ich habe ein bisschen Angst. 11 Süden. Bleibt mal lieber an der Oberfläche, auch wenn es nichts bringt. Das, was bei mir hier drin ist, ne? Oh mein Gott, ich lasse das Licht lieber an. Es wird immer düsterer. Oh, ich habe richtig Gänsepelle auf den Armen. Oh, ich bin viel zu weit südlich schon. Westlich, meine ich. 75 W. Noch Richtung Süden. 11 Süden, ne? Tauche ich mal ab. Oh. Irgendwo unter mir. Was für ein großer Punkt. Habe ich bitte Flares oder so? Alter, ich war gerade wirklich hier drin. Ich hab's Atmen gehört. Oh, das ist das U-Boot. 56er Tiefe. Da sitzen beide. Ich sehe sie. Alter. Ummanövrieren. Ja, jetzt, danke. Oh Mann, das ist schon ein bisschen Kacke hier gelandet, nicht gestrandet. Wollt ihr das? Ja gut, das U-Boot wollen sie nicht haben, die wollen nur das organische Material. Sehr gut. Mein Job ist dann fast vollendet. Mach jetzt. Meine Phrasen. Eins noch. Oh Leute, ich krieg hier Rappel, ne? Es ist echt nicht schön. So. 131 Süd. Wie weit muss ich jetzt dafür fahren, bitte? Und 131 West. 108. Was? Maximum Allowed Depth 100. Hä? Ja, wie soll ich das denn machen, wenn ich nicht tiefer darf als 100? Wenn es 178 ist. Hat ihr bekloppt? Da 30, Süd und West. Ihr seid ja toll. Oh mein Gott, Leute, es ist unbeschreiblich ekelhaft gerade. Keine Flares. Aus wahrscheinlich, deswegen habe ich keine. Wieder da? Nein. Es hat nur ein kurzes Spiel, ne? Das soll nicht sehr lange gehen, leider. Vielleicht auch besser. So, pass auf. Oh! Ich sollte das nicht tun. Da klopft halt jemand. Ich wollte nur gucken, ob ich helfen kann. Ich sollte das nicht tun. Oh. Hat mein Sauerstoff. Ich sehe es nicht mehr. Ist auch egal. Auch egal. So, jetzt gehe ich schon mal runter. Wir sind zu weit gefahren, nach Süden, nach Westen. Immer noch zu weit. So. Müsste genau drüber sein. Leas. Oh, alter Schwede. Was mache ich denn? Okay, ich kann weiter runter, trotz allem. Scheiße. Ach du Heiliger. Kann ich weiter runter hier? Nee.
Oh, bitte lass hier nichts drin sein. Bin ich denn 126? Alter. Geht noch weiter runter, ne? Was soll passieren? Die Felsen schweben hier. Ah ne, die sind auf dem Boden. Ist da nicht rein? Bin gar nicht geheuer. Kann ich hier vielleicht irgendwo rein? Ja, und ich straven kann zur Seite, meine ich jetzt, ne? Bin ich ein bisschen belastend. Kann ich nicht rein? Ich muss reintauchen hier. Das geht da aber nicht. Ist viel zu schmal. Scheiße. Ja, komm, hol den Kack rauf jetzt. Kann ich nicht. Ah, doch. Aber haarscharf. Aua. Ah. Wie soll das Fass hier reingekommen sein, bitte? Kann mir das jemand erklären? Oh mein Gott. Boah. Das ist hier niemals reingekommen. Das ist Fake News, dass ich hier runter muss. Ich hab so Schiss gerade, ne? Oh. Guck mal, die Bilder an der Wand. Ja. Jetzt hör doch mal auf. Jetzt stehen die ganze Zeit alle, dreh mich dann. Was war das? 170? Brauche ich Tiefe? Ja, 178. Haben wir gleich. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal... Ah, scheiße, dass ich hier nochmal lebend rauskomme. Oh, langsam, langsam. Nächstes Teil. Das kann... Alles viel zu schnell. Was? 1997 wurden seltsame Berichte aus der Sargassosee gemeldet. Bei denselben Koordinaten, wo das U-Boot verschwunden ging. Dieses Satellitenbild zeigt die Überbleibsel dieses Berichts. Akuma Kira hat's gemacht. Jaron Christ hat den Soundtrack gemacht und wurde in 10 Tagen erstellt für die Dread XP's Dredge of Depths Jam. Thanks for playing. Cool. Leute, vielleicht gibt es da noch mehr Spiele von der Depths Jam. Ich bin gespannt. Wir gucken uns das mal an. Und auf jeden Fall kommt jetzt noch eins, weil das war ein bisschen kurz für ein Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Als nächstes, ihr coolen Leute, machen wir Wayward Harbor. Also vom Meer in den Hafen zurück. Und hier müssen wir, glaube ich, uns eines Geistes erwehren. Und das machen wir, indem wir einen Spiegel benutzen. Ja, wie das Ganze funktioniert, sehen wir jetzt. Soll, glaube ich, auch nicht so lange gehen. Also, das ist ja immer so die Sache, wie lange braucht ein YouTuber dafür, so ein Durchschnittsspieler. Ich bin ja kein richtiger Durchschnittsspieler, ich bin ja Pro, ne? So, was? Oh! Ja, okay, dann... sind wir schon tot. Nee, geht weiter. Das ist jetzt wieder im Gegensatz zum ersten total hell, das Spiel. Da ist der Spiegel hin. Also dürfen wir uns hier nicht erwischen lassen von dem Monster, ja? Ist klar. Ist übrigens die Unreal Engine. Dementsprechend hat es sehr schöne Licht- und Schatteneffekte. Oh, verschlossen, ja. Und, oh, seht mal, Taucherhelm, sehr gut. Und das ist H.P. Lovecraft. Hans Peter. Das ist H.P. Baxter. Dachte eben, das wäre ein Tentakel, aber es sind Ketten. Okay, was haben wir noch für Bilder? Keine Ahnung. Ja, wunderschön bisher, wunderschön. Also, soll ich crouchen? Kommt jetzt irgendwas Fieses? Bitten unsere Schritte auf dem Teppich. Was ist das schon wieder für eine Riesenhütte, Mann? Unglaublich. Muss mal ganz schön lang drücken, um irgendwas aufzuheben.
kann ich hier raus? Ich will erstmal gucken, ob ich raus kann. Oh. Lass raus. Wir können einfach in andere Räume, in dieser riesigen Hütte. Verdammt ist die riesig, die Hütte. Ah. Irgendwas blockiert wohl den Ausgang. Also, ja, wir können nicht raus. Aha, aha. Teppich hat ganz schön gematscht irgendwie. Also wir müssen wohl dem Monster entgehen und dürfen dabei den Spiegel benutzen, weil es cool ist. Wenn ich den Spiegel... Ah ja, hier müsste er hoffentlich sein. Der Spiegel meiner Mutter. What the hell? War kein Traum. Was war das? Ich bin lieber vorsichtig. Ich bin angewöhnt, jetzt rückwärts zu laufen. Voll gut. Da ist es. Irgendwo im Schrank verstecken oder so. Hier kann ich nicht. Kacke. Das ist echt nicht schön. Er hat mich irgendwie so ein bisschen an Insound Mind mit dem Spiegel, mit der Spiegelscherbe, aber ich kann mich hier nicht wehren. Weggegangen jetzt? Oder wo ist es hin? Oh nee! Ah! Oh, ich töte es jetzt auf. Was? Space to hide, show the mirror. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich den Spiegel verstecken? Das Boot ist meine einzige Option zur Flucht. Läuft nicht so ganz flüssig, merke ich gerade, aber ist ja nicht so schlimm. Aha, aha. Alkohol ist auch ein Weg zur Flucht für mich. Mies, dass wir den Spiegel auch so rumhalten müssen. Mach jetzt. Ah. Also wir brauchen offensichtlich irgendwas. Was mit Qt-E? Wenn wir den Spiegel bewegen auf die andere Seite, das ist ja praktisch. Auch wenn es halt nichts bringt, weil wir laufen ja sowieso immer also vorwärts und müssen rückwärts schauen. Kann sich's. Kann es sich auch ducken, das Vieh? Mach jetzt. Schlüssel. Köstlich. Die ist aber offensichtlich nicht besonders schnell, ne? Scheiße. Da kommt's. Okay, kann sich's einfach durchteleportieren durch den Tisch? Das wäre ja richtig kacke. Looks like this monster is invisible. Ach. Sherlock. Weiß Bescheid. Ah!
Oh. Geil. Jetzt bin ich auf dem Boot, aber ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Oh ja. Tot, ich muss es chargen. Alles klar. Weißt du, wo das geht? Ich renne dann auch genau rein, ich Depp. Okay, aber ich bin wieder hier. Eigentlich ist es gar nicht mal so schwer. Vielleicht kann ich den Spiegel benutzen, um das Monster zu sehen. Du bist ja ein witziger Kerl, ne? Oh nein. Was ist es? Eckvieh. Und schon wieder hier. Es ist auch echt schnell an einem anderen Ort, das Ding. Was? Ich kann mich unterm Tisch oder in Büschen verstecken. Ach gut, dass ich das jetzt weiß. Wo kann ich mich in Büschen? Hier? Aha. Da war es gerade. Ist wieder vor mir, ne? Also. Es war doch schon die Treppe runter. Und wer schreibt mir die ganze Zeit? Das Monster, auch wenn das Monster unsichtbar ist, ich kann es trotzdem hören. Das stimmt, das ist immerhin ganz gut. So, kann ich wieder denselben Trick? Hier innen. Ich sollte das ein bisschen ernsthafter angehen jetzt mal, dass ich hier nicht die ganze Zeit den Quatsch mache und durchrenne. Ah, sieht aus, würde das Monster mich angreifen, wenn ich es anstarre. Sau. Wow. Da kommt's wieder. Nein, nein, nein. Die Arschbacke jetzt. Da ist es. Lauf, lauf, lauf! Ja, das, ich kann mich unter Tischen verstecken. Okay, hat jetzt auch funktioniert, aber ich bin trotzdem so ungeduldig. Ja, ja. Kommt's wieder. Oh nein. Was ist denn? Die Treppe hoch, oder? Nee, geht's nicht. Jetzt oder nie? Nein, ich hab die Kurbel nicht. Verdammte Scheiße. Ist aber weg, oder? Hoffentlich bleibt die Tür auf. Bitte, bitte. Geladen. Oh. Du Arschloch. Okay. Nein, nein.
Sehe es nicht, aber ich weiß, es ist hier. So. Zack und weg. Ja! Wir haben es geschafft. Okay, ich war echt schnell, glaube ich. Ah, oh, geil. Hm. Wayward Harbor, the experience created by Daniel Shashekov und Lars Corden und so weiter. Christopher Null, Vitali Tanova, Martin Donut und Gonzalo Oliveira. Gonzalo? Ich weiß es nicht. Alles klar, Leute, das war's. Das war's mit den beiden Videos. Ihr seht ja nochmal, wer es gemacht hat. DNC oder DNI, weiß nicht. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, diese beiden kurzen Horrorspiele, lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich freue mich darüber. Und wir sehen uns wieder zu anderen kurzen Horrorspielen oder zu diesem abgefahrenen Resident Evil Mod-Ding, was ich gerade spiele. Ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit und bis dann. Tschüss, ich bin der Bruger. Macht's gut.